Moin, willkommen auf meinem Kanal Move Electric. Ich möchte euch heute den zweiten und letzten Teil meines Sylt-Videos zeigen. Ich habe es endlich zu Ende geschnitten, das war wirklich viel Arbeit. Ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie der erste Teil, denn der hat ja jede Menge tolle Kommentare bekommen. Ganz herzlichen Dank dafür. Und wir starten dieses zweite Video am 1. Januar und es endet am 3. und dem Tag unserer Rückreise. Ich hoffe, es gefällt euch genauso wie der erste Teil. Gebt mir gerne ein paar Kommentare, wenn ihr möchtet. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Anschauen. Am Tag 5 unserer Reise haben wir was gemacht, was wir in 17 Jahren Sylt-Aufenthalt noch nie gemacht haben. Wir sind nämlich zur Strandbar Samoa gefahren. Die liegt gleich hinter Rantum und somit auch gleich hinter unserer Unterkunft. Auf meiner Lade-App war dort auf dem Parkplatz eine Ladesäule verzeichnet. Die wollte ich mir einfach mal angucken. Und zu meiner Überraschung war der Parkplatz überhaupt nicht befestigt, sondern es war nur eine Sandpiste. Das sind zwei Säulen. Nee, da steht noch ein anderer dabei. Da ist noch eine Säule. Hier sind ja echt wenig Leute, das ist perfekt. Porsche-Säulen. Cool. Die haben wir doch nicht gehabt. Porsche-Säulen. Es gibt in echt Porsche. Ja. Hybrid. Ist es nicht etwas illegal, wenn wir jetzt bei der Porsche-Säule parken, obwohl wir das haben? Ja, Porsche-Säulen. Die hatte ich ja noch nie. Keine Ahnung, wie die funktionieren. Wollen wir mal gucken, ob das irgendwie klappt. Das Kabel ist lang genug. Steck das mal rein. Und fängt sofort an zu laden. Und das umsonst. Ja, Porsche ist ein Werbepartner der Strandbar Samoa, habe ich später erfahren. Und wahrscheinlich in Vorbereitung auf den Porsche Taycan oder die Porsche Hybridmodelle, die es ja jetzt schon gibt, haben die dort einfach ein paar Ladesäulen hingestellt. Nicht zwei, sondern drei. We'll be right back.
Allein schon der Weg zum Kap Horn in Hörnum ist wahnsinnig traumhaft. Der geht eigentlich mitten durch die Dünen und die Häuser, die da reingepflanzt sind in diese Dünen. Das ist so ein bisschen so wie im Auenland, also ist wahnsinnig traumhaft, bei so einem Wetter ganz besonders. Und das Kap Horn selber ist auch wieder eine Strandbar, auch sehr malerisch gelegen, mitten im Sand. Also wenn man da runter geht und die Sonne scheint, dann hat man ein absolutes Südseegefühl. Ja, das sind diese Momente, wo man denkt, man ist irgendwie in der Karibik. Nur die Temperaturen stimmen noch nicht. So direkt hinter der Düne, das sind ja keine 100 Meter, hätte ich, glaube ich, echt Angst mittlerweile. Ich glaube, die Häuser sind gerade sehr billig zu haben. Ja, nicht mal das wahrscheinlich. Also das Haus da. Schlemm im Kap Horn. Wie fandet ihr jetzt so die Fahrt mit dem Tesla nach Süd? Entspannt. Entspannt, ja. Außer das mit der Dachbox, das hat irgendwie die leise Atmosphäre mit dem Tesla kaputt gemacht. Ja, das stimmt, die war ein bisschen laut. Ja. Aber ansonsten. Also auf der Autobahn hauptsächlich, ne? Hier unterwegs geht's. Auch. Als es gestern so windig war, auch. Ja, ich fand's hier top. Also wenn jetzt hier, sagen wir mal, ich habe ja nur 4 Teslas gesehen. Und wenn du jetzt mal vorstellst, statt 4 Teslas und Elektroautos sind hier 400. Nächsten Winter wird das hier spannender, glaube ich, wenn die ganzen neuen Elektroautos auf den Markt gekommen sind. Weil ich meine, 50 Steckdosen für ein paar hundert Elektroautos ist dann ein bisschen wenig. Noch ein letztes Mal in Wenningstedt. Da waren wir nämlich in diesem Urlaub noch gar nicht. Das ist natürlich die gleiche EVS-Säule wie überall auf der Insel und wie immer für mich mit der SBB-Stromtankkarte kostenlos. Die Säule steht super zentral direkt am Strandübergang in Wenningstedt. Das sind von hier aus keine 200 Meter bis zum Strand.
Neben mir lud noch ein i3 mit Münchner Kennzeichen. Das war wahrscheinlich einer dieser Mietwagen der Sylter Elektroflotte. Davon gab es den einen oder anderen auf der Insel. Aber sonst waren Elektrofahrzeuge eigentlich Fehlanzeige während meiner ganzen Reise. Wird ewig, so brach auch hier irgendwann der Tag der Rückreise an. Da hieß es also wieder alles in den Tesla, in den Frunk und in den unterirdischen Kofferraum, Fressalien, Kiste und Schuhtüte, Klappe zu, Hundedecke drauf, passt. Und wie immer die bange Frage, bekommen wir die Dachbox zu? Hat gerade noch mal so geklappt. Tja, da hat einer wohl gar keinen Bock mit nach Hause zu fahren. Es hilft nichts. Wir müssen los. Ja, so eine Woche geht echt schnell vorbei, ne? Und ausgerechnet die letzten zwei Tage und heute, wo wir zurückfahren, ist Bombenwetter. Und das ist ja echt fast immer so. Ne? Und jetzt fahren wir erstmal nach Usdorf wieder zum Supercharger. Ich habe zwar noch jetzt hier ziemlich viele Kilometer drauf, aber bis Bremen reicht das natürlich nicht. Da essen wir was, schätze ich mal. Und da laden wir eine halbe Stunde. Und von da fahren wir weiter nach Rade und da laden wir nochmal 15 Minuten. Ja, aber jetzt stehen wir hier erstmal vor der Autoverladung in Westerland und warten mindestens eine Stunde. Kleiner Bug am Rande, würde ich mal sagen. Ich habe hier mal von Westerland jetzt nach Usdorf das Navi eingestellt. Und er will partout über List mit der Fähre nach Römm und von dort, ich glaube, das ist eine Brücke, ich weiß es gar nicht, über Dänemark fahren, anstatt dass er hier, wo ich jetzt hier schon stehe, über den Hindenburgdamm mich navigiert. Und noch schlimmer, wenn ich hier sage, Fähren vermeiden. Das ist ja nun eindeutig, dass ich nicht mit der Fähre fahren möchte. Navigiert er mich trotzdem hier über die Fähre, weil eine Straße von Sylt nach Römm gibt es nicht. Also würde ich sagen, eindeutig ein Bug im Navi. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber die Spur, der Wagen auf der Spur neben mir, das ist irgendein BMW, glaube ich, X2, hat einfach, obwohl wir hier alle stehen, plötzlich Vollgas gegeben und ist dem Wagen vor ihm, ein Toyota, auch noch ein Hybrid, voll hinten reingefahren.
komm weiter. Wir sind noch mal eine Rade abgefahren und laden hier geschätzt 20 Minuten. Wir haben ungefähr noch 150 Kilometer vor uns. Normalerweise, wenn ich jetzt kein Elektroauto gefahren wäre, wäre ich natürlich durchgefahren. Allerdings muss ich sagen, dass mir diese Pause eigentlich auch ganz gelegen kommt. Da kann man sich noch ein bisschen die Beine vertreten, der Hund kann noch mal kurz raus. Und man ist tatsächlich nicht ganz so gerädert, wenn man dann am Ende zu Hause ankommt. Sonst fährt man irgendwie 2 bis 3 Stunden durch und sitzt dann hier unbeweglich auf seinem Sessel. Da gewöhnt man sich irgendwie dran. Das ist mittlerweile so normal geworden, dieses Supercharger rausfahren. Also mir fällt das kaum noch auf. Ehrlich gesagt empfinde ich das auch nicht irgendwie als Verlangsamung der Tour, eher als Entspannung bei der Tour. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich am Anfang nicht ganz sicher war, ob das auf der Insel mit den Lademöglichkeiten alles so ausreicht, ob die verfügbar sind, ob die funktionieren. Das ist ja immer so ein bisschen so, wenn man nicht am Supercharger laden kann, die eigentlich immer funktionieren, dann hat man immer das Problem, dass Ladesäulen defekt sind oder zugeparkt oder beides. Das war aber auf der Insel während des gesamten Urlaubs überhaupt nicht der Fall. Also alle Ladesäulen waren eigentlich durchgehend frei und sie haben mehr oder weniger alle gut funktioniert. Es gab eine, die außer Betrieb war. Das war alles überhaupt gar kein Problem. Sehr entspannt. Und dadurch, dass man überall laden konnte, wo man eh gerade geparkt hat, war der Akku weitgehend immer gut gefüllt. Man fährt ja doch ein paar Kilometer auf der Insel, die schließlich über 40 Kilometer lang. Da ist 100 Kilometer am Tag schon mal drin, wenn man von Nord nach Süd und wieder von Süd nach Nord fährt. Von daher habe ich natürlich auch fast immer geladen, wenn ich irgendwo gestanden habe, um das auszunutzen. Dadurch, dass ich das mit meiner SWB-Stromtankkarte aktivieren konnte, war das Laden für mich im Prinzip komplett kostenlos. Also die einzigen Kosten, die mir für das Laden entstanden sind, waren in List, wo ich einmal die NewMotion-Tankkarte ausprobiert habe. Für diese Ladung, die hat glaube ich eine halbe Stunde gedauert, musste ich sage und schreibe 4 Euro berappen. Das ist jetzt auch nicht die Welt, aber ich fand den Tarif für das, was ich da geladen habe, schon sehr happig. Habe ich einmal ausprobiert, um es zu testen und ja, will ich also nur noch im Notfall machen, solange das mit anderen Karten funktioniert. Maingau funktionierte dort tatsächlich überhaupt nicht mit diesen Ladesäulen. Ja, ansonsten nochmal ein sehr großes Dankeschön an die Energieversorgungsunternehmen in Sylt. Das war wirklich toll, hat gut geklappt. Weiter so.
Die Ladestationen müssen natürlich noch mehr werden, denn jetzt momentan sind nur sehr wenige Elektroautos dort unterwegs. Also ich habe auf der ganzen Fahrt auf der Insel, glaube ich, 4 Teslas gesehen. Einer war sogar aus Zürich, einer aus Offenburg, Lüneburg und Bad Oldesloe. Und das waren eigentlich die einzigen, die dort unterwegs waren. Andere Elektroautos, Fehlanzeige, kein Kona, kein Ioniq, erst recht kein I-Pace. Hat mich ein bisschen gewundert, dass dort nichts war. Aber gut, das wird sicherlich die nächsten Jahre mehr. Und bis dahin muss natürlich die Ladeinfrastruktur weiter ausgebaut werden. Aber ich denke, das wird auch passieren. Das werden die machen. So, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Wenn nein, gebt mir trotzdem einen Daumen nach oben. Schreibt auch gerne einen Kommentar. Ich werde mich bemühen, alle zu beantworten. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.